Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, wir kommen nun zu Teil 119 aus der Reihe Schritte durch die Bibel von Alfred P. Gibbs, Jeremias, Berufung und Dienst, aus Jeremia 1 und 2. Schlüsselvers wurde gewählt, Sprüche 29, Vers 25, Menschenfurcht legt einen Fallstrick. Wer aber auf Jehova vertraut, wird in Sicherheit gesetzt. Erstens, der geschichtliche Rahmen, Kapitel 1, Vers 1 bis 3, Sünde und Ungehorsam gegenüber Gottes Wort sind die Ursache für den politischen Niedergang Judas. Mit Recht wurde Jeremia der Prophet mit den blutenden Herzen und dem eisernen Willen genannt. Zweitens, die Berufung Jeremias. Beachte, dass sie bereits vor seiner Geburt erfolgte. Und damit ist sie ein Beispiel für die wunderbare Wahrheit der Auserwählung zum Dienst. Nicht zur Errettung. Es gibt keine Auserwählung zur Errettung. Es gibt auch keine Auserwählung zur Verdammnis. Auserwählung hat immer mit Dienst zu tun. Drittens, Jeremias Antwort. Es ist das Bewusstsein seiner Ohnmacht, Unerfahrenheit und Unwissenheit. Vergleiche andere Berufungen und die Antworten der Berufenen. Römisch 4. Die göttliche Ermutigung. Erstens, Gottes Verheißung, Vers 7. Bedenke, wer es ist, der so spricht. Gottes Verheißungen sind gleichzeitig seine Befähigungen. Zweitens, Gottes Beistand, ich bin mit dir. Drittens, Gottes Ausrüstung, es ist die wortwörtliche Inspiration des göttlichen Wortes, sodass Jeremia sagen kann, so spricht der Herr. Viertens, Gottes Plan, beachte die Reihenfolge. Zunächst muss niedergerissen werden, erst dann kann gebaut werden. Das ist die Regel für jedes Leben. Ohne Umkehr, ich benutze nicht gern das Wort Buße, weil es ist in der Regel falsch. Es muss heißen, ohne Umkehr, Demütigung, Selbstgericht und Sündenbekenntnis kann kein neues Leben im Heiligen Geist entstehen. Wie viele Menschen müssten hier umlernen, ihre falschen Theorien ablegen, um in Gottes Wort Wahrheiten eindringen zu können. Fünftens, Gottes Beispiele. Alle bei Jeremia benutzten Symbole und Bilder sollen Gottes Aussagen bestärken und verdeutlichen. Gottes Auftrag. A. Die unbedingte Wahrheit des Wortes Gottes zu bezeugen. B. Auch bei erbitterter Gegnerschaft fest und furchtlos zu bleiben. Nicht einmal Jeremia hatte sich diese Aufgabe erwählt. Es war Gott selbst, der ihn zu seinem Zeugnis bestimmte. C. Die Verheißung des Sieges. Denn ich bin mit dir. Wie gut ist es zu wissen, dass wir auf der Seite des Sieges stehen. Römer 8. Verse 35 bis 39. Fünftens, Gottes Botschaft an sein abtrünniges Volk, Kapitel 2, Vers 1 bis 19. Erstens, die Erinnerung an seine erste Liebe, die sich in Zuneigung, Liebe, Gehorsam, Heiligkeit und Hingabe erwies, Offenbarung 2, Vers 4. Wende dies an das junge Kind Gottes, das noch von seiner ersten Freude getrieben wird. Zweitens, der Vorwurf. Das Volk hat Gott und seine Rettung, Führung, Bewahrung und sein Wort vergessen. Trifft das auch auf uns zu? Drittens, Gottes Rechten mit seinem Volk. Die Torheit des Abfalls von Gott ist gleich einer Abkehr von der Herrlichkeit zur Schande, von Gott zu Götzen, von der Quelle zu den geborstenen Zisternen. Viertens, Gottes Zucht. Abfall führt ins Elend. Sünde sieht Strafe nach sich. Wie wahr ist das
bis heute. Gruß von in Herrn Jesum Christum, der ist, der da war, der da kommt, der Allmächtige. Oder Antonio, der es zusammengestellt hat.